Willkommen Leute, wir sind zurück hier bei einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess aus dem Seeschrein. Und ja, im letzten Part haben wir das Wasser endlich zum Fließen bekommen. Ja. Das hat schon Style, wie das hier den ganzen Aufstieg runterfließt. Ja, finde ich schon ein bisschen cool. Und ja, ich habe in der Zwischenzeit, glaube ich, herausgefunden, wie wir das Problem hier lösen. Dass das Wasser nicht weiterfließt, denn da ist ein Schalter. Ja, den hatten wir schon am Ende des letzten Parts entdeckt. Und dann habe ich mich nochmal kurz umgesehen. Das mache ich gerne zwischen den Parts, damit ich am Anfang des Parts schon mal voll intelligent wirken kann. Und naja, gut, jetzt kommen wir auch hoffentlich erfolgreich zurück. So, sind die Dinger noch da? Die Schleime? Ja, okay. Wollte gerade sagen, sind die weg? Nee, sind sie nicht. So. Jetzt macht dieser Weg tatsächlich auch Sinn, wenn sich das Rad da bewegt, ja. Und hoffentlich machen jetzt die ganzen anderen Apparaturen auch Sinn, mit denen wir vorher noch gar nichts anfangen konnten. Ich hoffe ja. Wow, haben wir uns da irgendwie durchgeglitscht oder so? Oh, 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 oh! Moment mal, da war eine Fee. Da war eine Fee. Machen wir das Lampenöl weg? Ich denke schon. Da war eine Fee. Hoffentlich habe ich sie nicht... Ich habe sie noch nicht eingesammelt. Okay. Gieß das scheiß Lampenöl weg. Das interessiert jetzt keinen und... Und? Komm schon. Komm schon. Ja, ich hab sie. Ich hab halt immer Angst, dass ich sie zuerst einfange. So. Hatten wir überhaupt im Spiel schon mal eine Fee? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube sogar fast nicht. Und das ist ja schlimm. Ach, Moment mal. Nee. Ich wollte gerade sagen, kann ich in die Dinger reinschießen? Nee, ich glaube ja nicht. So. Das mit der Fee ist schon mal eine schöne Sache. Trotzdem... behalte ich mal das bei und den Bogen sollte ich auch ausgerüstet behalten. Jetzt muss ich ja eigentlich hier weiterkommen, ne? Ich meine, zurück komme ich nicht mehr, oder? Oder doch? Nee, eher nicht, ne? Doch, ja doch schon. Aber ich denke, hier wird es weitergehen. Beziehungsweise zurückgehen, beziehungsweise was auch immer. Wobei, nee, hier fließt nur das Wasser lang, ne? Ja. Und die Dinger kann ich halt auch wirklich nicht abschießen, ne? Ja, das war klar. Gut, dann doch nochmal zurück. Ich dachte, das wäre jetzt eine eindeutige Sache, weil sich das Rad, wie gesagt, halt so rumdreht. Aber okay. Ja, jetzt bekommt der Weg ja doch keinen Sinn. Ja, wobei, wir können halt hier die Seite wechseln, ne? Na, habe ich mir im Kopf so ein bisschen anders herum gepuzzelt. Oh! Stimmt, jetzt dreht sich die... Kacke, wollte ich jetzt gerade sagen. Jetzt dreht sich das Ding jetzt auch noch. Gut. Dann ist die Frage, wollen wir da runter? Wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt wo sich das gedreht hat, ja. Jetzt wo es uns der Ort gezeigt wurde, wahrscheinlich sollten wir da lang. Ich gucke nochmal kurz. Ich gucke halt gerne nochmal kurz um die Ecke, weil ich mir halt nicht hundertprozentig sicher bin, okay. Na, wobei. Nee, da werden wir nichts machen können. Da werden wir nichts machen können. Das Wasser bleibt wahrscheinlich noch aufgehalten. Denke ich jetzt einfach mal. Ah, vorbei. Ah! Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich gehe einmal rüber. Ja. Wahrscheinlich müssen wir unten lang, aber ich möchte halt keinen großen Fehler machen. Deshalb mache ich lieber viele kleine. Ja, kommt wahrscheinlich am Ende aufs selbe hinaus, aber. Naja, gucken wir mal, ob wir das Wasser hier noch irgendwie weiterbekommen. Auch wenn die Apparatur natürlich schon in Gang gesetzt wurde, die da unten. Ja. Trotzdem glaube ich, wir müssen das Wasser noch weiterleiten. Ja, hier fließt es aber auch schon durch. Okay. Das wusste ich nicht. I didn't know that. Okay, dann, ja. Gehen wir jetzt doch runter. Ja. Buh, Aaron, das hat jetzt so lange gedauert. Du bist so blöd. Also, seid mal ruhig. Ja. Ruhe bewahren hilft uns allen. Na, ich meine... ich muss mich in Geduld lernen, tatsächlich, und meine Zuschauer sollen das auch. So. Auch wenn das wahrscheinlich so ziemlich alle können. Ja. Ich möchte hier keinen schlecht machen, weil ja. Uno Momento. Den habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Ja, okay. Ja, hätte ich es beim ersten Mal gewusst, hätten wir ein bisschen was an Zeit gespart, aber okay. Gut, dann würde ich sagen. Plumps. Ah, schade. Wäre jetzt cool gewesen, wären wir sofort auf so einer Plattform gelandet, aber okay. Man kann auch nicht immer Glück haben. Mal kurz zurechtfinden. Ah, ich weiß noch, wo wir waren. Ich weiß noch, wo es lang geht.
Ist halt die Frage, was können wir jetzt alles machen, ne? Diese Dinger bewegen sich jetzt. Also gehe ich mal davon aus, dass wir weiter nach oben müssen. Ja, ein Stückchen. Das würde in meiner Welt Sinn machen. Ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Gut. Ne, neue Tour, neues Glück, ne? Selbstverständlich. Ich weiß zwar jetzt nicht, wieso... Ah doch, ich weiß, wieso da gerade drei Plattformen sind, damit genau am Anfang eine ausgeblieben ist. So. Ja, ne, ich würde eigentlich sagen, wir gehen systematisch durch. Nämlich springen wir erst beim ersten Tor runter, dann beim zweiten und am Ende beim dritten. Ja, das wird lustig, ja, ich weiß. Ja, es war dumm. Aber in meiner Welt hat der Sprung einfach geklappt. Es sah so einfach aus. Und ich weiß nicht, wieso Link bei mir andauernd, wenn ich einfach nur nach oben drücke, macht er bei mir die ganze Zeit diese Sidesteps. Ja, jetzt sollst du es machen. Genau. Ja, gut, dann macht das halt auch, aber... Na, du sollst schon auf meine Befehle hören. Mein lieber Aaron. Na, ich meine, wer ist überhaupt Link? Ich meine, das ist natürlich Aaron. Aaron, du Vollpfosten. Ja. Oh, ich weiß... Ja. Ich weiß gar nicht, ob es so eine gute Idee ist, den Link wirklich Aaron zu nennen. Dachte ich am Anfang... voll toll. Aber das führt doch am Ende dazu, dass ich die ganze Zeit mit mir selbst rede, so. Von wegen, Mann, Aaron, du bist doof. Oder, Mann, Aaron, du bist der krasseste Hengst, den ich je gesehen habe. Puh, ne, das wirkt für andere wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber naja. Gut. Holen wir uns erstmal einen neuen Schlüssel. Okay, bin ich mit zufrieden. Können wir hier eventuell was anbrennen? Nee. Sah so aus, okay. Oh, da ist wir haben doch eine Schlüsselanzeige auf dem Bildschirm, okay. Okay, dann ist ja... Dann nehme ich das vom letzten Part, oder? War es der letzte Part? Oder war es dieser Part? Nee, es war der letzte Part. Dann nehme ich das zurück. Ja. Ich kann gar keinen Schlüssel auf dem Bildschirm sehen. Ich bin Aaron, bla bla bla. So. Gut, ja. Das Ganze endet in einem Weg, den wir wahrscheinlich nur mit dem Greifhaken... Ja, wo wir nur mit dem Greifhaken gehen können. Das sieht aber nach einer interessanten Stelle aus. Ist halt eine Sackgasse. Eventuell eine Sackgasse für einen Zwischenbosskampf. Ja? Für vielleicht die Stelle, wo wir den Master Key bekommen. Man weiß es noch nicht. Wir haben ja auch keine Karte, wir haben keinen Kompass, wir haben kein Dungeon-Item, wir haben im Grunde gar nichts. Von daher sind wir, was das angeht, noch relativ ratlos. Okay, da ging es ja nicht lang. Das sind wahrscheinlich dann auch Hindernisse, die wir mit dem Greifhaken kaputt machen können. Obwohl es mit der Fackel ja schon sinnvoll wäre, oder? So. Und diese Sprünge sind auch nicht so einfach. Habe ich jedenfalls so ein Gefühl. Macht es gleich Sinn, überhaupt dahin zu gehen? Glaube ja fast nicht. So. Dann ist das hier unser nächster Halm, an dem wir uns festklammern können. Bitte sag, dass es keine Sackgasse ist, okay. Es ist... Thank you.
Naja, dann gucken wir einfach mal. Wir haben ja auch einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel, mit dem wir eventuell was machen können. Ich weiß nur noch nicht was. Aber naja. Moment mal. Standen wir nicht in einem der Räume vor einer verschlossenen Tür? Oh, bitte sag nicht, dass ich da einfach nicht den Schlüssel eingesetzt habe, obwohl ich ihn hatte. Naja, na, wobei auf deiner Seite hoffe ich solche Sachen halt immer noch, aber... war das der Weg? Ich glaube nicht. Ich glaube ja, das war der hier. Aber es ist auch nur eine Vermutung, also wenn das jetzt falsch ist, dann müssen wir halt noch eine Runde hier rumkreisen, aber naja. Bei der Scheiße, die ich schon gebaut habe, kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, ey. Und ich bin so behindert. Ich bin so behindert. Ich bin so blöd. Ich bin so beschränkt. Ich bin so beknackt für... keine Ahnung. Eigentlich habe ich promillenmäßig gar nichts intus, aber naja. Es sieht danach aus, als hätte ich was, ne? Naja. Egal, wir sehen darüber hinweg. Ich mache den Part lang. Also, na gut, beziehungsweise für mich halt lang. Mal sehen, wie viel es im Endeffekt ist, wenn ich daran ein bisschen rumschnibbel. Sodass ihr hoffentlich da nicht drunter leiden musstet, dass ich jetzt so viel Scheiße gebaut habe. Aber, gucken wir mal. Mit Wasserviechern möchte ich mich eigentlich überhaupt nicht anlegen. Weil ich bei solchen Sachen eigentlich nie eine Ahnung habe, wie man... Na, unter Wasser kämpfen ist nicht so mein Ding, glaube ich. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen wir bestimmt an diesen abgelegenen Ort auf der Karte, den ich gesehen hatte. Oder? Sieht auf jeden Fall... Ja, doch. Sieht doch gut aus. Oh! Oh. Das sieht nach einer Art Kampfarena aus. Genau, hier hätte ich doch schon mal einen Blick reingeworfen. Nicht wahr? Wow! Fuck. Und genau wie ich dachte, es ist ein Zwischenboss. Gut. Ein hoffentlich nicht so schwieriger Zwischenboss, denn ich bin jetzt schon gereizt, aber naja. Gut. Ich denke, das würde das mit den komischen Viechern, die er da auf dem Rücken hat, zu tun haben, dass wir die vielleicht erstmal besiegen müssen oder so. Keine Ahnung. Boah. Das sind solche Dinger, die sehen aus wie Augen. Das sind dann Fische. Das ist ein bisschen merkwürdig. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ah. Aber gut. Müssen wir uns auf dich konzentrieren? Weiß ich nicht. Ah, jetzt ist er wieder oben. Okay. Ah! Okay. Okay. Oh. Ist das eine Zunge? Ja, das ist eine Zunge. Gut. Sieht danach aus, als müssen wir einfach die Viecher besiegen und ihn dann auf die Zunge hauen, oder? Was anderes habe ich bis jetzt noch nicht. Oh. Habe ich bis jetzt noch nicht rausgesehen. Ah, oh, fuck, aber die verletzen einen relativ leicht, oder? Ah, muss man Kombos machen. Zack. So. Und jetzt. Oh, ich habe die Eisenstiefel an. Was mache ich denn hier? Wieso bin ich so langsam? So, jetzt schön auf den Schatten achten. Und Zunge penetrieren. Oh, komm schon. Alter, erwischt das. Trefft das Ding doch auch mal, Aaron. Ich dachte eigentlich, ich habe mich gut positioniert, aber irgendwie war das nichts. Nun gut. Ich versuche jetzt mal, die mit dem Fallen vorher vielleicht auszuschalten. Jedenfalls ein paar von denen. Ob das jetzt Verschwendung ist, keine Ahnung. Ah, vielleicht brauche ich auch später noch Bombenfeinde, deshalb. Ah. Naja. Gucken wir mal. So, jetzt dann macht er eine komische Attacke, die dir am Ende selbst schadet. Ist mir doch Schnuppe. Hä? Fuck. Können wir ihn trotzdem treffen? Nein, ja. Ich dachte eigentlich, ich bin so schnell gerannt, wie es ging. Aber okay, dann halt nicht. Vielleicht sollte ich eine Bombe legen. Ja, komm schon. Komm schon, ihr Viecher. Jetzt explodier! Jetzt! Ah. Okay, es hat schon was gebracht, ne? Es hat schon was gebracht. Ich glaube, das mit der Bombe ist eine ganz gute Idee. Ah, aber diese Viecher machen einem... Ja, nicht viel Schaden, aber sie treffen einen halt relativ oft. So. Jetzt springt er wieder. Und in Bewegung bleiben. Gut. Das war jetzt... Gut. Zack. Und jetzt auch mal ein paar gute Treffer hier. Gut. Ne? Vielleicht kann man auch immer gleich wieder Treffer machen. Und der geht erst dann hoch, wenn man... Oh, das vollständig gemacht hat. Da, wo er seine Zunge ausgestreckt hat, da konnte ich das Ding schon wieder...
anvisieren. Ich will, dass du deine scheiß Schüttelattacke machst. So. Ah, ich meine die Dingsattacke, die, mir fehlen die Worte. So, ich bin abgelenkt. Die Wirbelattacke. So, jetzt haben wir es. Oh, fuck, der Grabscher hat mich schon fast wieder getroffen. Warte, stand da irgendwas? Ja, ist mir auch jetzt auch egal. Gut. Jetzt müssten wir eigentlich... Ja, wir müssen eigentlich das Dungeon-Item bekommen, ansonsten sehe ich kein Weiterkommen. Ja, das ist richtig dumm gelaufen, nur weil ich wieder den Schlüssel übersehen hatte und den Fehler habe ich schon mal gemacht, deshalb... Oh, es ist umso dümmer und es ist umso peinlicher und es ist umso behinderter. Jetzt haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten, ne? Ja, so, wollen wir gleich mal ausrüsten, das feine Ding. Jetzt könnte ich an mehreren Stellen hoch, oder? Könnte einmal hier lang. Will ich da lang? Ja, hier kann ich auf jeden Fall eine Abkürzung freilegen. Ja, ich weiß auch schon, wo die uns hinführt. Ja. Aber da habe ich noch einen anderen Weg gesehen. Ja. Da habe ich noch einen völlig anderen Weg gesehen. Das hier. Und vielleicht ist es auch ein kleines Secret. Ich hoffe mal darauf. Vielleicht auch ein Herzteil. Eventuell. Ja. So, ich habe mal kurz geguckt, ob man da auch was anvisieren kann. Aber nein, okay, ein paar Rubine und ein Herzchen. Okay. Achso, hier sind mehrere Verstecke. Schön, dass ich das alles so schnell sehe. Und so schnell registriere. Hui. So. Ja, gut, hier ist gar nichts, okay. Ja. Lohnt sich wahrscheinlich überhaupt nicht, da überall hochzugehen, allerdings. Naja, oh, was ist das auf dem Boden? Keine Ahnung. Naja, sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. Zack. Auch wenn es nur ein paar Rubine sind, ja. Ja, wobei, unsere Tasche ist schon wieder fast voll, ne? Ich hätte vielleicht vorher ein bisschen was spenden können. Habe ich auch getan. Also vor dem Dungeon hatte ich kurz was gespendet, allerdings, ja, bin ich da den falschen Weg gegangen einmal und ich habe mich irgendwie verlaufen und war dann von einer kaputten Brücke wieder und dann habe ich das Spiel einmal ausgemacht, weil ich gereizt war und dann war's, ne? Dann war die ganze Spendenaktion sozusagen wieder umsonst. So. Wo sind wir hier? Wo sind wir? Hier sind wir. Okay. Gut. Ich habe den Durchblick, mehr oder weniger. Jetzt können wir auch den rechten Weg hier nehmen. Also wirklich, hier hat man einmal den Greifhaken, dann ist die ganze Sache auch... Dann ist die Welt wieder heile. Ja. Denke ich, kann man so sagen. Ne? Jetzt kommen wir an so viel Zeugs ran. Ich glaube, damit können wir uns auch an Truhen ranziehen. Ne? Das war doch immer so. Bei Zelda... Moment, da kommen wir noch gar nicht hin. Fuck. Okay, können wir an der Stelle doch noch nichts machen. Ach, jetzt merke ich auch erst, dass es einen viel angenehmeren Weg hoch gibt, als die ganze Zeit die Ranken hochzuklettern. Nämlich das Ding hier. Jedenfalls, wenn man da mal raufkommen würde. Zack, okay, hat gefunzt. Ja, vibriert zwar ein bisschen scheiße, aber gut. Ist ja nicht mein Problem. Ah, gut, gehen wir da lang. Gehen wir halt da lang. So. Gut, ja. Ein bisschen müssen wir halt noch was machen. Ne? Es ist schon wieder, die aufnahmemäßig ist es schon wieder 40 Minuten lang. Allerdings werde ich da wohl irgendwas machen, dass es ein bisschen flotter vorangeht oder so. Habt ihr ja schon gesehen, ne? Muss ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen, aber ich überlege halt selber noch gerade. Weil ich keine Ahnung habe. So, den frisch bekommenen Greifhaken gleich mal austesten. Das hab ich mir gedacht, dass hier nichts Wichtiges drin ist. Dafür war es dann doch zu einfach. Aber, oh, wir können uns ja auch einfach daran. Können wir uns nicht auch das da? Ja. Wieso ist da dann so ein Ding, wenn wir uns einfach an die Ranken ranmachen können? Naja. Keine Ahnung. Was wir auf jeden Fall mal gucken werden, ist, ob wir jetzt nicht doch in diesem Komplex was mit dem Greifhaken machen können. Können wir vielleicht die Räder damit... Nee, das wahrscheinlich eher nicht, ne, aber... Wir können wahrscheinlich eher nicht die Räder bewegen, allerdings ganz viel anders Zeug machen, oder? Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich glaube... Wir können auch da einen Kronleuchter was machen oder so, keine Ahnung. Ich dachte jetzt vielleicht, wir bräuchten die Treppe gar nicht mehr, weil wir jetzt den Greifhaken haben und uns voll cool bewegen können und so. Yeah, yeah, yeah. Aber wobei, es gab hier eine Stelle, da waren...
Da gab es hier eine Wand, genau, und hier waren Ranken. Das heißt, damit komme ich jetzt hier rüber. Zack. Das ist praktisch. So, da haben wir jetzt auch schon einen neuen Weg, ne? Da haben wir schon einen neuen Weg. Das ging ja richtig schnell. Wobei, nee, das ist der Weg, wo wir ursprünglich herkamen. Sollte ich da irgendwas machen? Macht es irgendwas Sinn, was mit dem Kohlenleuchter zu machen? Keine Ahnung. Boah, jetzt hängen wir schon mal dran, ne? Loslassen. Oh, eine Truhe. Dich habe ich gar nicht gesehen. Aber ein Herzteil, okay. Das ist schon mal eine gute Sache. Sehr gut. Komme ich hier auch heile wieder runter? Hoffen wir mal. Ah, zu kurz, zu kurz. Ja, ich will nicht fallen. Ah, ich werde aber fallen müssen. Ah, dann werde ich wieder schön bei den Piranhas landen. Oh, wobei, da ist was. Ja, das ist dafür gedacht. Okay. Hey! Oh, fuck. Fuck you, Mann. Was sollte das? Ich war auf jeden Fall dran. Das habe ich gesehen. Und das habt ihr auch alle gesehen, ne? Das habt ihr auch alle gesehen, ja. Ja, so viel Zeug können wir jetzt doch nicht mehr machen, ne? Mit dem Greifhaken. Ich dachte eigentlich, jetzt wird es Schlag auf Schlag gehen. War das der Weg, den ich gerade mit dem... Ja? Aber, naja. Ne? Es gab hier, glaube ich, in dem Komplex noch Türen, wo wir gerade nicht dran gekommen sind. Wie zum Beispiel das hier vielleicht... Keine Ahnung, ey. Ich kann mich halt überhaupt nicht orientieren. Okay, hier waren wir auf jeden Fall schon, weil da ist noch eine Truhe. Aber, Moment mal. Der Bereich, aus dem wir gerade gekommen sind, der ist eigentlich relativ eingekästelt. Na, wobei, da kommen wir halt... Da kommen wir halt wieder her, ey. Ich glaub's nicht. Wir wollten irgendwie versuchen, gegenüber hinzukommen, ne? Und... Ist uns das jetzt nicht eigentlich auch gelungen? Ah, nee. Ja, es gab dann halt wieder das Problem. Unser kleines Problemchen, unsere kleine Auseinandersetzung mit dem Ding hier. Ja, und wie ich es mir halt eigentlich dachte, wie es eigentlich klar war, das kann nur Wasser bewegen. Ja. Gut, 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 gut. Oder eigentlich, ja. Eigentlich ziemlich ungut. Aber naja. Eventuell bringt es doch noch was, in den Anfangsraum zurückzugehen. Ja. Ach, kannst du dich nicht nach oben? Man kann irgendwie nicht so gut nach oben schauen. So, jetzt geht's schon. Keine Ahnung. Das hat irgendwie nicht geklappt. Aber okay. Es macht jetzt, glaube ich, doch Sinn, an den Anfangsraum zu gehen. Denn, wenn ich mich nicht komplett irre, gab's da nicht doch noch Sachen für den Greifhaken. Wenn nicht, bin ich... Naja, na, ihr wisst ja. Am Arsch. Ideenlos. Oh Gott, ey, also... Ich hatte das Gefühl... Die ganze Sache... Der Dungeon hier ist für mich ziemlich peinlich. Ja. Ziemlich, ziemlich peinlich. War hier nicht irgendwas? Nein. Wenn es hier jetzt auch wieder nichts gibt, dann... Ich hatte doch in Erinnerung, dass ich so viel mit dem Greifhaken hier gesehen habe. Können wir uns da nicht irgendwie hocharbeiten? Ach, geh du mal bitte kacken. Ach, komm schon. Muss nicht sein. Es muss einfach... nicht sein, mein Lieber. So. Gut. Ich habe die ganze Zeit in Erinnerung, dass ich hier so viel Zeug mache. Kann ich eigentlich... Genau, das konnte ich, aber... Na gut, das bringt mir ja auch nichts. Bin ich der Einzige, der hier denkt, es gäbe einen Weg nach oben? Gucken wir einmal auf die Karte. Ja... Und sehen halt im Endeffekt auch nichts, ne? Im Endeffekt sehen wir auch nicht viel. Hm. Am Anfangsbereich? Nee. Da müssen wir jetzt auch wieder nicht hin. Ja. 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 Wohl, hatte ich nicht am Anfang des Dungeons gesagt, ja, komm. Alle, die mich kritisieren, denen werde ich jetzt zeigen, wie toll ich doch Dungeons lösen kann. Und dann mache ich sowas. Ey, ich schäme mich. Ohne Witz, ich schäme mich. Und ich möchte jetzt eigentlich auch noch gucken, ob ich in dem Part nicht noch was schaffe. Ah, aber alles, was ich versuche, macht im Endeffekt dann aus irgendwelchen Gründen keinen Sinn. Ja, es ist verhext. Es ist verhext. Aber hier gibt es doch gar nicht so viele Türen, wie es aussieht, oder? Keinen Plan. Keinen Plan. No Chego.
Ja, aber wenn ich dann beim nächsten Mal weitermache, habe ich ja genauso wenig Ahnung im Endeffekt, oder? Ja. Wahrscheinlich werde ich mir ganz heimlich irgendwas ansehen dazu, aber... Ach, fuck. Fuck, Mann. Ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, bei dem ich sage, ey, Aaron, es macht keinen Sinn mehr, aber kurz davor, ehrlich gesagt. Na, ging's hier nicht hoch, oder? Ach, komm schon. Nee? Doch. Woll doch sagen. So, dann wären wir hier aber wieder. Also mittlerweile, ich erkunde jeden Fleck, ne? Ich erkunde jeden Fleck. Ich bin sehr ordentlich. Ich bin nicht langsam, ich bin einfach nur ordentlich. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und eventuell macht es Sinn, hier hin zu bewegen. Oder nicht? Das sah mir gerade so special aus. Aber naja. So. Hier ist dann halt doch wieder ein Bereich, der abgesperrt ist. Mit dem wir jetzt, wo wir jetzt eigentlich doch hin könnten, oder? Aber da war ich doch jetzt auch schon. Da war ich doch auch schon tausendmal. Da kommt doch das Wasser. Hier kommt nicht das Wasser raus. Ach, nee. Dann, ja. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist ein richtig unbefriedigendes Gefühl. Und ein richtig... Nee. Ich fühle mich... richtig scheiße, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich beende dann doch den Part. Wir beenden den Part mit einem großen Fragezeichen. Und ich weiß nicht, ob wir beim nächsten Part mit einem großen Fragezeichen weitermachen oder... ob ich mich nicht doch ein bisschen spoilern lasse. Oh, ich wollte ein Blind Let's Play zu Zelda sehen, Aaron. Ist mir scheißegal. Es geht mir jetzt langsam an die Substanz, dass ich so dumm bin. Und eventuell muss ich mir dann halt künstlich helfen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschö.